Was macht man, wenn man einen alten Traktor mit Anhänger findet und diesen in stundenlanger Handarbeit wieder auf Vordermann gebracht hat? Entweder man stellt das Gefährt in eine schützende Scheune oder man plant wie Karl-Heinz und Renate Frahm eine Reise mit dem Viertakter. Familie Frahm hat sich als Ziel aber nicht einen Ort im Schwabenland ausgesucht, sondern rund 800 Kilometer entfernt. Die Insel Norderney musste es sein. Bei beiden kam bei dem Gedanken, in den Norden zu fahren, unweigerlich Heimatgefühle auf. Dabei war Renate Frahm zuerst gar nicht begeistert. Da habe ich gesagt, du hast einen Vogel, das gibt's doch nicht da. Mit dem Traktor nach Hamburg, also das ist unmöglich. Und da dann allein das machen wollte, da habe ich in der Nacht, muss so über Nacht gedacht, habe ich gedacht, nee, also er kann nicht alleine da losfahren, da musst du mit. Und ich hatte aber auch Rückenprobleme und hatte auch Angst, dass ich das nicht schaffe. Und dann habe ich am nächsten Morgen gesagt, du, ich komme mit, aber du musst mir einen Sitz bauen. In der Hoffnung, vielleicht fällt ihm da gar nichts ein. Aber 3 Tage später wusste er, was er machen sollte, dass ich mitkomme. Und dann hatten wir aber auch abgemacht, wenn ich irgendwie Schmerzen kriege und so, dass ich sonst die Bahn nehme und dann bis ans Ziel da mitfahre. Ja, aber das klappte alles. Ich habe überhaupt keine Probleme mit dem Rücken gehabt. Die ersten 3 Tage hat man schon, das ist aber jedes Mal, bis der Körper sich daran gewöhnt hat, dieses Hoppeln und so. Aber dann haben wir festgestellt, wenn die Straßen in Ordnung sind und dieses gleichmäßige Vibrieren, dass es wohl doch gut für den Rücken ist. Ja, und dann sind wir losgefahren und seitdem finde ich das super. Vor allen Dingen, wenn das Wetter mitmacht. Und dann ist das wunderschön. Und, ich sage immer, Deutschland ist wirklich so schön, alles grün und bunt und die Blumen alle. So machte der Norddeutsche seinen Traktor fahrbereit und der Abreisetag Ende Juli rückte näher und näher. War das Wetter in der letzten Juliwoche noch sommerlich, stellte der Himmel genau zum Abreisetag um und es goss wie aus Kübeln. Mit einem Tag Verspätung ging es für die beiden Abenteurer dann endlich los. Es regnete zwar immer noch, aber so, dass der Weg nach Norderney in Angriff genommen werden konnte. Vorbei an Sonnenblumenfeldern und Alleen ging es laut knatternd gen Norden. Die Stimmung und das Wetter besserten sich auf halber Strecke. Karl-Heinz und Renate Frahm kamen gut voran. Und haben sogar unser Ziel, das wir erreichen wollten, überfahren. Wir sind weitergekommen, wie wir wollten und waren eigentlich damit auch zufrieden. Und von dem Tag an hatten wir eigentlich nur noch trockenes, sauberes Wetter, bis wir in Aurich ankamen. In Aurich ging dann los, dunkle Wolken, starker Wind. Und bevor wir dann uns Regenklamotten angezogen hatten, sind wir schon fast nass gewesen. Also da hat es richtig gegossen, gewindet und gestürmt. Ja, bis abends hin und nass geworden sind wir auch dabei. Das war auf der Hinfahrt das eigentliche Unangenehme vom Wetter her. Das ging dann nächsten Tag bis auf die Fähre. Da war auch noch Fixsturm, aber kaum Regen noch. Der hat den Gott sei Dank nachgelassen, das war weniger. Auf der abwechslungsreichen Reise Richtung Meer gab es immer wieder bewunderte Blicke von Einheimischen und Touristen. So auch am Fährhafen Richtung Norderney. Dort angekommen war aber erstmal ein Spaziergang in der frischen Nordseebrise fällig. Immer wieder gab es interessante Gespräche mit zufälligen Bekanntschaften. Manches Mal sorgte die Abenteuerlust der Frahms bei den Passanten für Kopfschütteln, aber die Bewunderung für das gewagte Unternehmen überwiegte. Selbst die Sonne war den beiden Reisenden gewogen und zeigte sich mehr und mehr. Karl-Heinz Frahm sinnierte während des Aufenthalts auf Norderney über seine Beweggründe für die abenteuerliche Reise. Ja, wir sind schon lange mit dem Trecker unterwegs. 2004 habe ich den Trecker im Schwarzwald gefunden, in einer Scheune vergammelt und verschmutzt, verbeult. Dann habe ich den dahergeholt, habe ihn selber instand gesetzt, neu lackiert,
General überholt. Und dann im Endeffekt war die Idee, was willst du mit dem Träger anfangen, wenn er da steht? Hatten wir einen Nachbarn hier und der kommt auch aus Hamburg. Habe ich gesagt, Mensch Heiner, dann können wir doch mal nach Hamburg fahren damit. Ne? Ja, er war auch begeistert. Im Endeffekt hat er dann aber gekniffen und dann habe ich gesagt, dann fahre ich alleine. Meine Frau hat gesagt, nee, also doch fährst du nicht alleine, ich komme mit. Wenn du mir einen Sitz ranbaust, einen zusätzlichen, dann fahren wir gemeinsam los. So, das war dann die Idee, mit dem Trecker mal loszufahren, die erste Tour nach Hamburg. Und das hat uns so viel Spaß gemacht. Und dann alle Jahre haben wir überlegt, wo fahren wir in diesem Jahr hin. Sind dann also in den Schwarzwald gefahren, in den Bayerischen Wald sind wir gefahren. Dann kam die Idee, nach Zingst zu fahren, weil wir dort Verwandtschaft haben. Meine Schwiegermutter kommt daher und da ist noch eine Cousine mit ihrem Mann. Und dann sind wir von hier aus bis Zingst gefahren. Die waren natürlich auch begeistert, dass wir da hinkommen. Ja, und jetzt diese Tour nach Norderney. Wir haben ja dann kleinere Touren gemacht, hatte ich gerade schon gesagt, Schwarzwald und Bayerischen Wald, Thüringer Wald. Dann haben wir gesagt, nee, nun machen wir doch mal eine große Tour. Und das ist dann Norderney, weil wir alle Jahre nach Norderney doch zum Jahreswechsel oder kurz danach hingefahren sind, um ein paar Tage Urlaub dort zu machen. Und dann haben wir unseren Wirtsleuten, bei denen wir wohnen, gesagt, also wir kommen mal mit dem Traktor daher. Allerdings wenn, dann nur im Sommer. Und so haben wir uns das dann auch überlegt und dann habe ich angefangen, die Tour auszuarbeiten. Wir können ja pro Tag nur gerade mal so um die 80 bis 100 Kilometer fahren, bei der Geschwindigkeit von 15 Kilometer bis 18 Kilometer pro Stunde brauchen wir dann 6-7 Stunden, die wir dran, drauf sitzen auf dem Bock. Und dann suchen wir uns eine Unterkunft und schlafen wieder die Nacht durch und nächsten Morgen geht es frisch weiter, um die nächste Teilstrecke zu fahren im Endeffekt. Dann, ne? Um viele Erfahrungen und Eindrücke reicher, kehrten die beiden müde, aber gesund und glücklich wieder nach Federstadt zurück. Seitdem steht der Traktor frisch geputzt auf dem Hof und Karl-Heinz Frahm hat schon neue Pläne.